Es geht wieder weiter mit der Kampf um den Kurs Let's Play Serie. Und zwar heute gegen TTT Mario. Ein TTT-Member, der wahrscheinlich einer der am wenigsten bekanntesten TTTler ist. Ich kenne ihn auch noch nicht so lange. Und ich muss sagen, seine Person war mir auch seit langem ein Rätsel. Aber jetzt so in den letzten Monaten habe ich ihn doch besser kennengelernt und ist auch ein lustiger Geselle eigentlich, passt so zur TTT-Haltung und ja, wir fahren Schikane gegen ihn, auch mal wieder eine meiner Strecken und er meinte, er kann die Strecke nicht so gut, aber sowas nehme ich nicht als Ausrede, also... Es ist mir egal. Ich kann sie nämlich auch nicht, wie ihr merkt. Okay, ich hab's nochmal gerettet irgendwie, aber... Das hätte auch schief gehen können. Na, das war nicht schlecht gerade. Zwar hier eng rum. Ja, das war in der Tat nicht schlecht. Joa, den großen SC heben wir uns wie immer eigentlich bis zur letzten Runde auf, sofern wir denn hinten sind. Oder sofern der Gegner denn nah dran ist. Ja, eine 40-0, das ist doch für meine Verhältnisse ganz okay. Und ich wurde teilweise auch schon mal vorgewarnt, gegen Mario solle man keine One-on-Ones fahren, weil er tierisch leckt. Also momentan habe ich noch nicht wirklich was gesehen. Ja, wir lassen uns mal überraschen, was dabei so rauskommt. Ich meine, ich habe auch nicht jetzt eine Überleitung oder so. Ja, aber springt auf der Karte doch schon etwas hin und her. Sehe ich zumindest so. Mario ist, glaube ich, auch jemand, der eher weniger Zeitfahren fährt, aber seine Zeiten sind insgesamt doch recht gut. Zumindest den Teil, den ich davon kenne. Ich meine, ich kann mich irren, aber ich habe einmal in seinen YouTube-Kanal reingeguckt und ich meine, die Zeiten sind auch schon ewig alt und für die Zeit waren es halt recht gute Zeiten. Wenn er immer noch so aktiv fährt, dann sollte sich das auch kaum geändert haben, denke ich. Und sogar unter 2 Minuten jetzt. Das ist nicht schlecht. Ja, ich kann mich nicht beschweren. Wenn es so weiterläuft, hätte ich nichts gegen. Und ich merke gerade, mein PC leckt ein bisschen. Ich hoffe, das wirkt sich nicht auf die Audioaufnahme aus. Das wäre nicht so toll. Wobei ich auch gerade merke, dass irgendwie die Aufnahmelautstärke, glaube ich, ziemlich hoch eingestellt ist. Naja, egal. Konzentrieren wir uns jetzt erstmal aufs zweite Rennen. Und versuch nicht rumzugurken. Ich meine, das erste Rennen war doch jetzt schon ganz okay. Und das war jetzt schon mal ein ganz komischer Start. Ich muss dringend mal wieder den Start üben. Also, ja, ich weiß nicht. Also, wenn man nicht oft, also nicht mal eine Zeit lang Zeitfahren gemacht hat, dann fällt es einem recht schwer, den Start wirklich immer perfekt hinzukriegen. Das lernt man so nebenbei beim Zeitfahren mal. Und ich denke, jeder wird auch schon öfter mal Zeitfahren gemacht haben, der dieses Spiel hier öfters mal zockt. Und dabei ist es halt, ja, da wiederholt man halt den Start öfter als in normalen Rennen. In normalen Rennen hat man einen Start bei 3 Minuten, also nach 3 Minuten jeweils, immer nur nach einem Rennen. Und beim Zeitfahren, ja, wenn man halt einen Run verkackt und das soll gelegentlich mal passieren, dann muss man öfter als einmal in 3 Minuten starten. Und dadurch bekommt man dann so ein gewisses Gefühl, wobei das bei Fortgeschrittenen eigentlich schon immer da sein sollte. Bei mir ist es nicht so, zumindest nicht immer. Und das war blöd, das war richtig blöd. Oh Mann, das war richtig gurkig. Aber irgendwie bin ich immer noch vorne, das ist... Überrascht mich doch, ich hätte Mario jetzt ein bisschen stärker eingeschätzt. Ich meine, er sagt, die Strecke kann er nicht gut, aber so vom grundlegenden Fahren ist er doch schon recht stark und das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet, dass ich hier trotz so einem starken Fehler
noch vorne bin. Ja, jetzt einfach nicht nochmal verkacken. Ich bin auch gespannt, ob Mario den SC beherrscht. Den Doppel-SC. Aber irgendwie, ich glaube, er hat den nicht mal probiert oder so. Naja. Juhu, was auch immer ich hier zusammenfahre. Aber es ist egal, das Rennen ist gewonnen. Auch wenn es mit einer 2-4 abgeschlossen wurde. Nicht unbedingt das Beste vom Besten. Aber soll man machen. So ein Rennen gibt es natürlich immer. Und zumindest bei mir gibt es sowas immer. Es gibt auch tatsächlich Leute, die schaffen es, alle Rennen mal konstant zu fahren. Aber davon bin ich fernab. Das muss ich euch sagen. Das ist, glaube ich, auch meine große Schwäche. Ich fahre viel zu unkonstant. Wenn ich mal gut fahre, dann kann ich mit vielen Leuten mithalten. Und ja, das Problem ist, das schaffe ich meistens nicht. Das sind vielleicht mal ein, zwei Rennen. Und dann muss ich halt im dritten Rennen, gerade im Non-Item, also ich beziehe mich jetzt eher auf Non-Item, muss ich halt in einem von den letzten beiden Rennen dann halt noch lacken, damit überhaupt mal was passiert. Und wenn ich weniger als zwei Rennen gut fahre, dann kann man es gegen gute Gegner auch schon gleich schon gleich vergessen. Naja. Lass uns überraschen, was Mario uns jetzt hier noch so zeigen wird. Oder auch nicht zeigen wird, je nachdem. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich hätte ihn etwas stärker... Ah. Oh, du hast den Hals bekommen. So, danke. Ich hätte ihn jetzt etwas stärker eingeschätzt. Wobei mir jetzt ja ziemlich hinten auflauert. Ich glaube, das war so eine kleine Eingewöhnungszeit in die Strecke und mittlerweile, ja, jetzt fährt er gar nicht mehr so schlecht. Also, das wird wohl nur ein kleiner Teil gewesen sein, der da gegurkt ist. Ja, Mario fährt nicht schlecht gerade. Und diesmal müssen wir uns wirklich ein bisschen ranhalten, damit wir hier die Führung nicht abgeben. Okay, die Kurve hat er noch schlechter genommen als ich. Ja, die Kurve, die fällt vielen Leuten irgendwie schwer. Ich weiß nicht, woran das liegt. Auch im Zeitfahren ist es so ein Faktor, wo man öfter mal seine Runs verscheißt. Und das ist natürlich besonders in der letzten Runde recht bitter. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe die Strecke mal recht intensiv TT'd. Und das kann einem den letzten Nerv rauben. Oh, der eine Stunt war, glaube ich, zu viel. Ja, aber irgendwie, er probiert gar nicht den Doppel-SC zu ziehen. Das wundert mich. Das wundert mich wirklich sehr. Vielleicht spekuliert er darauf, dass ich irgendeine Kacke mache, aber er ist, glaube ich, runtergefallen. Hat er doch den Doppel-SC probiert? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich hätte es nicht gesehen. Also, ich hätte gesehen, dass er nicht probiert hat. Aber naja, ein 13-0, das ist ja besser, als ich schon im Voraus erwartet hatte. Ich hätte ja mir ein 3-1 als oberstes Ziel eigentlich gesetzt, aber so wie das aussieht, waren die ersten drei Rennen jetzt schon recht locker drin. Ja, Mario fällt ein bisschen zu hart, aber ja, solche Tage hat man mal. Vielleicht holt er im letzten Rennen jetzt nochmal seinen kompletten Skill raus und fährt er mich rein und deswegen verliert er. Ja, wird aus dem Wheelie gerammt. Juhu, so kann es natürlich auch machen. Offensichtlich. Naja. Was will man machen? Probieren wir einfach jetzt hier das letzte Rennen noch einzufahren und dann wäre der Sieg ja schon im Non-Item fest. Das wäre natürlich genial. Das war jetzt weniger toll. Ja, ich glaube, er holt schon wieder ein bisschen auf. Dafür, dass wir am Anfang Wheelie gecheckt haben, ist er jetzt schon wieder ein bisschen rangekommen. Ich sollte vielleicht versuchen, nicht so ganz heftig zu gurken. So wie ich es gerade mache. Was ist denn hier los, Mann? Das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt aber.
Ja, ich weiß nicht. Wow. Wow. Ich kann irgendwie gerade nicht so viel reden. Ich konzentriere mich mehr oder weniger und verscheiße es trotzdem. Das ist nicht so toll. Aber irgendwie, der Abstand wird nicht wirklich stark geringer. Von daher reicht es, wenn ich jetzt so weiterfahre. Doch, hoffentlich. Außer er wird jetzt wirklich mal den Doppel-SC probieren, aber irgendwie... Er macht's nicht. Es wundert mich. Er wird ihn doch wohl können. Also, es ist seine einzige Chance jetzt. Behaupte ich. Und er probiert ihn nicht. Ich verstehe es nicht. Mario, kannst du denn nicht den SC? Das ist... So schwer ist er doch nicht. Also, es gibt deutlich schwierigere. Naja. Die Endzeit war jetzt zwar auch nicht mehr so gut, aber ich denke, für einen Wii-Check reicht es dann doch. Und ja, jetzt gucken wir mal, was im Item-GP noch so läuft. Ist natürlich jetzt schön, dass ich das Match schon mit 4-0 in der Tasche habe. Da habe ich eigentlich nie was gegen. Ja, lassen wir jetzt erstmal wieder Mario hosten.